Ja! Kein Ult bis in 20, ne? Chillen, einfach chillen, bis die Ult laufen. Einfach alle Boss pushen. Schön, Chris, auf geht's. Eine flotte Ansage machen. Ich gebe Marco, ich danke weiter. Dir. Die Leute, die spielen, ist absolut positives Feedback. Die freuen sich riesig, dass sie ernst genommen werden. Die Firmen sind begeistert, weil wo kriege ich 50 Leute, die eigentlich nichts mit meiner Firma zu tun haben, in meine Firma und kann mich mal präsentieren ein Stück weit. Und wie stark ist E-Sport bei mir im Verein überhaupt verankert? Wie viele Leute habe ich, die E-Sport spielen? Das war sehr, sehr schön. Paderborn Stadtmeisterschaften. Den Sieger, unbesiegt von Spiel 1 bis heute. Schon interessant, das nochmal zu machen, oder? Also so mit ein bisschen Abstand vielleicht. Ja, also nächste Woche. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur Eröffnung des E-Sport-Leistungszentrums Paderborn. Ich übergebe an Martin. Ja, und wir befinden uns hier im Trainings- und Wettkampfzentrum von E-Sport Paderborn und der E-Sport-Abteilung des SC Paderborn hier im Technologiepark. Und ja, wir haben eine spannende Stunde, vielleicht ein bisschen mehr, vor uns. Und wir werden ganz viel darüber berichten, warum wir hier E-Sport in Paderborn durchführen, sei es bei E-Sport Paderborn oder sei es beim SC Paderborn. Ihr könnt gespannt sein und wie gesagt, zunächst auch einen ganz lieben Gruß in die virtuelle Welt und wir freuen uns auf euch. Zum Ablauf wird so funktionieren, dass wir Interviewrunden mit Einspielern bzw. Videos vermischen werden, immer im Wechsel euch Inhalte live, aber auch Inhalte, die wir vorproduziert haben, präsentieren werden. Dabei haben wir natürlich hohen Wert darauf gelegt, dass alle Leute hier vor Ort gegen Corona geimpft sind. Also wir fahren die 2G-Plus-Regel und hoffen damit, dass wir bestmögliche Sicherheit hergestellt haben. Außerdem kann ich euch sagen, dass wir alle Fragen, die ihr jetzt im Chat im Laufe des Streams stellen werdet, werden wir aufnehmen und in der letzten Runde werden Martin und ich zusammen versuchen, die meisten davon zu beantworten. Außerdem ist es so, dass die Alerts, leider, ihr werdet das kennen, ausgestellt sind während des Streams, weil wir Rücksicht nehmen müssen auf die Leute, die uns eben Inhalte zugeliefert haben und wir sicher gehen wollen, dass da nicht irgendwelche Spielereien passieren. Wir kennen euch ja, deswegen passen wir da ein bisschen auf. Wir werden jetzt am Anfang direkt starten mit den Grußworten, sind mächtig stolz, wer uns alles die Zeit geschenkt hat und hier einen Beitrag zu leistet. Deswegen zurück an die Regie. Wir starten mit der ersten Matz. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Viel Spaß. Liebe E-Sport-Freundinnen und Freunde, im Namen der Stadt Paderborn, aber auch ganz persönlich, gratuliere ich euch ganz herzlich zur Einweihung des E-Sport-Leistungssportzentrum in Paderborn. Dieses Thema hat eine lange Tradition. Bereits 2019 habt ihr
eine erste Stadtmeisterschaft im Heinz-Nixdorf-Museumsforum durchgeführt. Ich durfte damals als Bürgermeister bereits dabei sein. Im Rahmen unserer digitalen Modellkommune haben wir damals einen Digilog durchgeführt und dieses Thema auch in den Mittelpunkt unserer digitalen Aktivitäten im Rahmen der Kommunikation gestellt. Ihr habt euch weiterentwickelt. Der SCP hat eine E-Sport-Mannschaft und spielt zum Beispiel gegen den HSV St. Pauli und auch gegen den FC Köln. Auch hier hat das Thema E-Sport einen starken Anklang gefunden. Ihr habt euch gemeinsam mit dem SCP-Team, dem E-Sport-SCP-Team, im Rahmen einer Kooperation weiterentwickelt. Ihr habt im Jahre 2021 den Verein gegründet und in diesem Jahr geht es los, offiziell auch eine kleine, zumindest dann digitale Eröffnung durchzuführen. Dazu möchte ich euch ganz herzlich gratulieren. Insgesamt mittlerweile mit 130 Mitgliedern und wenn wir die Hochschulgruppe dazu nehmen, die auch nochmal aus rund 150 Mitgliedern besteht, dann ist das schon eine schlagkräftige Truppe. Dazu gratuliere ich euch ganz herzlich. Mit eurem Vorsitzenden Jürgen Janke und natürlich den Verantwortlichen, die sich einbringen, mit Unterstützung aus der heimischen Wirtschaft, in enger Kooperation mit der Universität, mit der Wirtschaft, habt ihr euch zum Ziel gesetzt, das Thema E-Sport auch für junge Leute in den Schulen, in Vereinen und Verbänden zur Anwendung zu bringen. Und dafür wünsche ich euch viel Glück. Und nochmal, wir sind eine digitale Modellkommune in Nordrhein-Westfalen und ein Stück weit auch in Deutschland. Und da spielt ihr auch eine große Rolle. Alles erdenklich Gute, euer Michael Dreier. Dass E-Sport Menschen nicht nur virtuell und digital verbindet, wissen wir in Paderborn spätestens seit der ersten Stadtmeisterschaft. Gemeinsam mit der studentischen Initiative Paderborn eSports sind wir 2019 mutig neue Wege gegangen und legten mit der Stadtmeisterschaft den Grundstein für die Entwicklung des eSports in Paderborn. Ein besonderer Weg für eine kommunale Wirtschaftsförderung, der durch ein erfolgreiches Turnier und ein großes Netzwerk von Vereinen, Unternehmen und jungen Menschen belohnt wurde. Damit verbinden wir die Hoffnung, Menschen und damit Fachkräfte im Umfeld des E-Sports eng an unseren Standort und die zahlreichen spannenden Unternehmen hier vor Ort zu binden und die Region insgesamt attraktiver zu machen. Im Namen der Wirtschaftsförderung Paderborn und unseres gesamten Teams wünsche ich dem E-Sport-Leistungszentrum und den damit verbundenen Vereinen und Unternehmen alles Gute und ich freue mich bereits jetzt auf die erste gemeinsame Aktion. Liebe Verantwortlichen des SC Paderborn und liebe Partner des SC Paderborn, ich hatte bereits gestern die Möglichkeit, mir einen ersten Eindruck über das E-Sport-Leistungszentrum in Paderborn zu verschaffen und muss meinen höchsten Respekt allen Verantwortlichen zollen. Es sind die kleinen Dinge, die auch im E-Sport am Ende den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage machen. Und wenn wir von dem E-Sport-Leistungszentrum reden, ist es sicherlich nicht nur ein kleines Ding, sondern ein ganz großes. Es ist genau der Weg, den wir auch als DFL gemeinsam mit euch den Clubs einschlagen wollen, um das Thema E-Football immer weiter wachsen zu lassen und auch zu professionalisieren. Dementsprechend sind solche Schritte im weiteren Prozess unerlässlich. Im Namen der DFL möchte ich dem SC Paderborn recht herzlich zur Einweihung des E-Sport-Leistungszentrums gratulieren. Alles Gute! Lieber Jürgen Janke, lieber Martin Hornberger, liebe Freunde des Paderborner E-Sports, ich grüße euch hier direkt aus dem digitalen Studio in Düsseldorf. Im August letzten Jahres durfte ich die neuen Räumlichkeiten mir schon ansehen. Und ich war beeindruckt. Das, was ihr geschaffen habt, das ist wirklich phänomenal. Aber vor allem die Gespräche haben meinen eigenen Standpunkt noch einmal neu justiert. Ich bin davon überzeugt, wenn die Voraussetzungen, die ihr in Paderborn geschaffen habt, schon in ganz Nordrhein-Westfalen so wären, wären wir bei dem Ziel, Game-Standort Nummer 1 in ganz Deutschland zu werden, als Land Nordrhein-Westfalen, schon einen Schritt weiter. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich wünsche euch heute erstmal weiterhin viel Freude und alles Gute. Euer Daniel Siebeke. Ich freue mich, dass es in Paderborn mit starken Partnern aus Sport, Wirtschaft und engagierten Menschen möglich wurde, ein E-Sport-Leistungszentrum entstehen zu lassen. Das eröffnet dem E-Sport weitere Möglichkeiten, seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Derartige Leistungszentren können Garanten für einen organisierten und gesunden Spielbetrieb sein. Sie fördern die E-Sportlerinnen und E-Sportler, holen Training und Spielbetrieb aus der Anonymität des Internets in lokale Strukturen
und helfen somit, starke soziale Gemeinschaften aufzubauen. Wir als Landesverband Nordrhein-Westfalen sind vor einem halben Jahr angetreten, um unter anderem solche Entwicklungen zu unterstützen. In Paderborn ist durch die Vernetzung zwischen Vereinen, Institutionen, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft ein Leuchtturmprojekt entstanden, das Vorbild für andere Standorte sein kann. Solche Projekte haben das Potenzial, dem E-Sport die Kraft zu geben, ähnlich wie im organisierten Sport, eine Struktur des fairen Wettkampfes, der verantwortungsvollen Ausübung des gemeinschaftlichen Erlebens im Ehrenamt aufzubauen. Auch ich durfte mir bereits persönlich einen Eindruck des Paderborner Leistungszentrums verschaffen. Und ich möchte allen dazu raten, sich mit einem Besuch einer E-Sport-Stätte von eventuell noch vorhandenen Klischeebildern zu lösen. Ich möchte dazu ermuntern, auszuprobieren, mit den engagierten Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und am Ende vielleicht sogar aktiv mitzumachen oder aber auch die Bewegung des E-Sports zu unterstützen. Wir sind Paderborn E-Sports, weil wir bei TMC Menschen fördern möchten, die einfach nur sie selbst sind und das tun, was sie mit Leidenschaft antreibt. Wir leben Mut, Teamplay und fairen Wettkampf. Darum, wir geben E-Sport eine Heimat. Moin, liebe E-Sport-Gemeinde. Wir freuen uns, dass ihr auch endlich bei uns im Haus seid. Hallo PBE, wir freuen uns, dass wir mit euch endlich zusammen in einem Büro sind und hoffen, dass wir die E-Sport-Themen weiter mit euch zusammen vorantreiben. Zur Eröffnung des E-Sport-Zentrums wünschen wir euch alles Gute. Wir sind total happy, euch hier im Haus zu haben und unsere gemeinsame Idee mit euch verwirklichen zu können. Moin Leute, ich finde es super, dass wir jetzt hier in diesem Haus zusammengekommen sind und zusammen Spaß haben. Hallo und herzlich willkommen zur Eröffnung des PBE-Vereinsheims. Wir von Unilab wünschen euch viel Spaß. Ich begrüße euch zur ersten Interviewrunde. Hier bei mir habe ich jetzt Lukas Schuster, ehemaliges Vorstandsmitglied als Schatzmeister bei Paderborn eSports und Louis Feldhaus, Verantwortlicher beim SC Paderborn 07 für das Thema eSport. Lukas, wir wollen jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze entwickelt hat. Also wo kam das Ganze her, das ganze eSport-Thema? Warst du schon vorher involviert in das Thema oder ist es erst mit dem Verein gekommen? Als Beispiel die Stadtmeisterschaft, das kam ja gerade schon. Wie hat sich das entwickelt? Ja, Jürgen, moin. Das Ganze hat sich ab März 2018 eigentlich schon entwickelt, als wir ursprünglich in der Uni als Initiative gestartet haben. Da war ich auch noch gar nicht dabei. Und über 2018 hinweg hat sich die Initiative langsam so erstmal grundsätzlich entwickelt. Ich habe auch mal so ein Relikt aus der Zeit, wo wir gerade unser erstes richtiges Logo hatten. Wir hatten früher noch mal ein anderes, aber dann hatten wir hiermit auch noch mal früher die Kralle. Das war so um die Zeiten der Stadtmeisterschaft auch entstanden, wo wir eigentlich zum ersten Mal auch mit der Initiative an der Uni erstmal so ein bisschen beweisen mussten, okay, E-Sport in Paderborn, wir können das und wir meinen das auch ernst. Und ja, im März 2019, also so ziemlich genau ein Jahr später, ging dann ja eigentlich auch schon in Kooperation mit dir in deiner Funktion bei der WFG die Anfänge der Stadtmeisterschaft los. Wir hatten ja das erste Probeturnier in der Garage 33 und anschließend an das begann dann ja die Stadtmeisterschaft, wo ich dann auch bei euch als Praktikant in der WFG mit ausgeholfen habe, um dann die ganze Stadtmeisterschaft an sich zu bewerben, zu schauen, dass die Turniere gut besucht sind und dass wir die Sache gut über die Bühne bekommen haben. Genau, das Trikot hast du heute an, auch klasse. Ja. Louis, wie war das beim SCP? Also wie habt ihr das Thema E-Sport aufgegriffen? Warum habt ihr es aufgegriffen? Also so richtig im E-Sport dabei sind wir seit, wenn du mich jetzt nach dem Datum fragst, seit Juni 2019, eigentlich mit mir. So lange bin ich nämlich schon beim SCP 07. Das war vorher hin und wieder mal Thema, aber so richtig ernst wurde es erst mit mir, sag ich jetzt mal. Kurz davor bist du ja auch in deiner Funktion bei der WFG mit dem Konzept der E-Sport-Stadtmeisterschaft auf uns zugekommen. Und das Konzept hat uns überzeugt und wir haben uns dann dazu entschieden, uns auch an der Stadtmeisterschaft zu beteiligen. Und das würde ich so als ersten Schritt bezeichnen. Super. Eine Frage wieder an Lukas. Was ist der Unterschied zwischen einem Verein? Also warum wurde ein Verein gegründet und warum hat die Initiative alleine nicht gereicht? Also das Thema Verein kam für uns eigentlich auch sehr früh schon zu Zeiten während der Stadtmeisterschaft auf. Was damit zusammenhängt, dass wir vorher in der Uni nur Studenten aufnehmen konnten. Aber gerade da die Stadtmeisterschaft über komplett Paderborn hinweg lief und wir das natürlich mit vielen verschiedenen Partnern, Unternehmen und auch vielen verschiedenen Besuchern aus allen Altersklassen dann gemacht haben, brauchten wir eigentlich dringend die Option, allen es irgendwie möglich zu machen, an der Sache mitzuarbeiten und nicht exklusiv im Kreis der Studenten zu bleiben. Und da war ein Verein eigentlich die notwendige Konsequenz raus. Wie rekrutiert ihr eure Leute in der Initiative? Da haben wir vor allen Dingen über die Mensa-Auslage immer gearbeitet früher, vor allen Dingen als
Wir hatten das jetzt Corona-bedingt eine Zeit lang aussetzen müssen, aber das war immer so die Hauptader. Und ansonsten haben wir immer schon früh mit dem Games Lab zusammengearbeitet, was die Videospielentwicklung an der Uni Paderborn macht. Und da haben wir eigentlich auch immer Gaming- und E-Sport-Affine finden und begeistern können für die Sache. Klasse. Wie macht ihr das beim SCP-07? Also wie stellt ihr so ein Team zusammen? Wie funktioniert das? Also unser Ansatz und unsere Philosophie im E-Sport ist es halt auch, sich an der Gesamtausrichtung des Vereins zu orientieren, dass wir halt auch junge Talente fördern, einbinden und weiterentwickeln und dass wir auch regional unseren Kader zusammenstellen. Und wenn du mich jetzt fragst, wie das so aussieht, also das ist ganz witzig, von Bewerbungen, wo sich Leute wirklich förmlich mit einer Bewerbung bei uns beworben haben als E-Sportler, bis hin zu Scouting-Turnieren, die wir veranstaltet haben und wo wir die Leute dann auch ausgewählt haben. Wenn ich jetzt frage, warum spielt ihr FIFA? Das klingt ein bisschen plump, aber es gibt ja auch Fußballvereine, die sich mit anderen Themen beschäftigen, außer FIFA. Erstmal ist FIFA natürlich ein leichter Einstieg, weil wenn ich mich mit Fußball auskenne, dann kenne ich auch FIFA, weil es halt der Ableger ist zu unserem Kerngeschäft, zu dem klassischen Rasensport, zu dem Rasenfußball. Und da es bei uns ja auch offizielle Wettbewerbe gibt, wie die virtuelle Bundesliga, wo die Clubs der zweiten Bundesliga und Bundesliga mitspielen, ist natürlich umso besser und aktuell sind wir mit FIFA super glücklich. Super. War bei euch, Lukas, die Reise klar oder bei dir, wenn du aus deiner persönlichen Sicht siehst, wie sich das Ganze entwickelt hat, war das klar, dass es in diese Richtung so groß werden würde oder wie hast du immer wieder zwischendurch gedacht, wo endet das Ganze, wo ist Schluss oder geht es immer weiter? Also wir haben natürlich schon immer geplant, dass wir größer werden wollen, dass wir einen Verein gründen wollen. Aber ich glaube, was wir alle unterschätzt haben, ist, wie schnell wir das alles auf die Beine stellen konnten. Also wir sind jetzt hier in unserem Vereinsheim. Der Verein selbst ist ja noch nicht mal ein Jahr alt. Und wenn ich überlege, das sind Dinge, wo ich früher zu den Gründungszeiten und auch als die Überlegungen waren, immer gedacht habe, okay, das ist dann frühestens so in 3 Jahren realistisch und bis dahin fahren wir irgendwie mit dem eventbasierten Kurs und an der Uni weiter, wie wir es bis jetzt hatten. Aber ich war sehr erstaunt, wie schnell wir es hingekommen haben und bin da sehr stolz auf unser Team auch. Wie ist das bei euch, Louis? Wie ist das Gefühl, ein FIFA-Team zu haben? Ich meine, du warst jetzt bis dahin noch nicht beim SCP, aber es gab ja ein vor dem E-Sport beim SCP-07 und es gibt jetzt ein mit dem E-Sport beim SCP-07. Wie ist das Gefühl innerhalb des Vereins? Also für mich ist es erstmal sehr, sehr spannend. Also auch tatsächlich fragen sehr, sehr viele Mitarbeiter und verfolgen das auch aktiv, sogar in den Spielen tatsächlich. Also das findet schon sehr großen Einklang bei uns im Verein. Und wenn du jetzt nach mir persönlich fragst, ich würde mich jetzt in der Vergangenheit nicht als großer E-Sports-Veteran bezeichnen. Also ich kann auch noch eine Menge lernen, sag ich mal. Ich habe früher selber auch gezockt, kenne mich natürlich mit FIFA sehr, sehr gut aus, kann aber auch noch sehr, sehr viel lernen. Aber das macht super viel Spaß in meiner Rolle als so eine Art Teammanager, sich um alles zu kümmern und auch innerhalb des Teams passt alles. Die Jungs sind charakterlich, menschlich, einwandfrei, die passen super zum Verein. Also kann gerne so weitergehen. Wie ist dein Gefühl als Verantwortlicher, also wenn man so einen neuen Bereich übernimmt und noch keiner weiß, wo die Reise hingeht? Ist das eher einfach im E-Sport oder ist das eher schwer? Weil viele Vereine stehen ja auch gerade vor der Möglichkeit, sowas zu integrieren. Ja, also auch normale Vereine, die nicht im Profibereich unterwegs sind. Würdest du da jedem sagen, spring ins kalte Wasser, egal wie deine Vorkenntnisse sind? Oder sagst du, oh, das ist schon eine Nummer? Es gibt ja aktuell Vereine, die sich, ich würde mal so eine Art sagen, sich dagegen wehren. Aber ich denke, mit FIFA kann man nichts falsch machen, weil es wie gesagt ein einfacher Einstieg ist, was finanziell auch überschaubar ist, sag ich mal, dass man da keine großartigen Verluste oder sonst was macht. Also wie gesagt, du machst nichts falsch, das kann ich jedem nur empfehlen. Die DFL hat da ja auch Ziele, da kommt ja unser Geschäftsführer Martin Hornberger später auch noch zu. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Sehr schön. Da möchte ich von euch beiden gerne noch wissen, was treibt euch im E-Sport an? Was macht euch Spaß, in diesem Umfeld aktiv zu sein, junge Menschen, beziehungsweise nicht mehr junge Menschen, sondern viele Menschen zu begeistern mit solchen neuen Themen? Willst du anfangen? Jo, ich fange dann einfach mal an. Also für mich war von Anfang an die Sache mit dem E-Sport einerseits ein interessantes Thema, weil ich einfach organisieren und Events liebe. Aber was es für mich immer als einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat, ist, dass es auch für das Image der allgemeinen Gamerschaft sehr hilfreich ist, wenn wir ernst genommen werden und wenn das nicht mehr so mit Samthandschuhen angefasst wird oder so ein bisschen von oben herab behandelt wird, das Thema, sondern man sagen kann, ich bin E-Sportler und ich bin stolz drauf. Und ich glaube, das ist für mich immer ein Antrieb gewesen. Was mich halt so ein bisschen antreibt, das werde ich immer gerne los an dieser Stelle, ist, dass E-Sports halt noch so ein negativ behaftetes Thema ist in der Öffentlichkeit. Und wir ticken da ja ähnlich, deswegen haben wir auch die Kooperation geschlossen. Und wir möchten halt zeigen, dass E-Sports für uns nicht nur Gaming ist, nicht nur Zocken, sondern dass für uns viel, viel mehr dazugehört, wie Ernährung oder Sport.
Und das ist das, was mich täglich antreibt und warum ich das auch gerne mache und das den Leuten zu beweisen, dass das halt nicht wirklich nur das klassische Zocken ist. Genau. Super. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei euch beiden. Ich gebe noch mit, ich mache das, weil ich Spaß habe, Leute zusammenzubringen, sowohl im Job als auch hier im E-Sport. Ist einfach eine Wahnsinnsgelegenheit. Hier eine ganz große Community, die mit wahnsinnig viel Herzblut dabei ist, sieht man auch immer wieder hier im Verein bei unseren Mitgliedern, zusammenzuführen und tolle Dinge miteinander zu erleben und zu gestalten und zu kreieren. So, wir kommen jetzt zum nächsten Part, zum wichtigsten Part heute, glaube ich. Zur Eröffnung des Vereinsheims bzw. des E-Sport-Leistungszentrums Paderborn. Und bevor wir euch einen Überblick geben und einen Rundgang durchführen, den wir gerne persönlich gemacht hätten, aber ich denke, jeder weiß, warum wir das nicht tun, gebe ich ab an die nächste Mats, an Christoph Rüther, der viel besser als wir alle hier erklären kann, warum wir ein E-Sport-Leistungszentrum brauchen und was wir zukünftig damit erreichen wollen. Viel Spaß. Damit 100 Menschen ihren Körper bilden, ist es nötig, dass 50 Sport treiben. Damit 50 Menschen Sport treiben, ist es nötig, dass 20 sich spezialisieren. Damit sich 20 Menschen spezialisieren, ist es nötig, dass 5 zu überragenden Höchstleistungen fähig sind. Dieses Zitat von Pierre de Coubertin zeigt ganz deutlich, warum solche Leistungszentren, wie es heute eröffnet wird, benötigt werden. Auch wenn sich die Geister in der Frage scheiden, ob E-Sport nun Sport oder kein Sport im eigentlichen Sinne ist, so ist das E-Sport-Leistungszentrum doch ein Ort, wo sich Menschen für etwas spezialisieren können, um Höchstleistung zu erbringen. Und dabei geht es nicht nur um die Höchstleistung im E-Sport-Bereich, denn das Leistungszentrum soll ja auch ein Ort sein, in dem der E-Sport ganzheitlich betrachtet wird. Und dazu gehören eben auch die Bereiche Fitness und Ernährung sowie der Ausbau von sozialen und technischen Kompetenzen. Gerade diese Kompetenzen sind heute, egal ob beruflich oder privat, immer mehr gefragt. So kann ich als Landrat die Öffnung des E-Sport-Leistungszentrums nur begrüßen und freue mich riesig, dass Sie sich so ein tolles Projekt im Kreis Paderborn ausgesucht haben und es hier ansiedeln. In unserem Kreis gibt es viele Sportvereine, die bestimmt von den neuen Bedingungen profitieren werden, da E-Sport immer beliebter wird und für die Vereine neue potenzielle Mitglieder bedeuten. Dank organisierten E-Sport ist es möglich, auch beim Zocken eine Gemeinschaft zu bilden und soziale Kontakte zu knüpfen. Wie wichtig soziale Kontakte sind, hat gerade auch die Corona-Pandemie gezeigt, wo wir vielfach auf Treffen im Real Life verzichten mussten und manche Menschen in Gefahr waren bzw. sind zu vereinsamen. Daher wünsche ich dem E-Sport-Leistungszentrum, dem kompletten Team nun viel Erfolg für die Zukunft und hoffe, dass hier das Game noch lange nicht over ist. Alles Gute, Ihr Christoph Rüther. Schön, dass ihr da seid. Kommt rein. Herzlich willkommen bei uns im E-Sport-Leistungszentrum hier im Technologiepark 14 in Paderborn. Wir sitzen im Keller, wir nehmen den Fahrstuhl, ich bringe euch eben runter. Bis gleich. So, wir sind im Keller angekommen, jetzt geht's ins Leistungszentrum. Von meiner Seite herzlich willkommen bei uns im Vereinsheim von Paderborn eSports, als Teil des Leistungszentrums für eSport in Paderborn. Als erstes möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die das Ganze hier ermöglichen, neben unseren Mitgliedern, die natürlich viel Schweiß und Tränen hier reingesteckt haben, nämlich bei unseren Sponsoren. Es ist so, dass wir nur die Möglichkeit haben, als ehrenamtlicher Verein dieses Trainingszentrum bzw. unser Vereinsheim hier auf die Beine zu stellen, die Möglichkeiten zu bieten, dadurch, dass wir Unternehmen und Partner haben, die daran glauben, dass wir unsere Vision nach vorne treiben können. Und dass wir den E-Sport insgesamt in der Region etablieren können als positives Beispiel für eine weitere Art, sich zu betätigen. Kommt gerne mal mit rein in unseren ersten Trainingsraum. Ihr seht schon, dass wir hier insgesamt 5 Systeme stehen haben, mit denen man die meisten bzw. alle gängigen E-Sport-Titel betreiben bzw. spielen kann. Es geht uns darum, nicht hier High-End-Systeme hinzustellen, sondern wir sind ein Breitensport-E-Sport-Verein,
in dem, wie gesagt, alle ehrenamtlich arbeiten, niemand dafür bezahlt wird, wir also keine Gewinnerzielungsabsichten haben, sondern insgesamt versuchen, den E-Sport in die Region zu tragen, in der Region zu etablieren und in der Gesellschaft zu einem positiven Bild zu verhelfen. Es ist so, dass in diesem Raum gezielt die fünf Systeme so stehen, dass jeder Spieler gegen die Wände guckt. So ist normalerweise im E-Sport auch aufgebaut, dass die Spieler sich darauf konzentrieren können, wenn sie miteinander spielen. Ihr seht auch hier, dass wir bereits zwei Playstations vor Ort haben. Drei weitere Playstations werden noch kommen, der wir als Konsolenstandort der Sportjugend NRW ausgewählt worden sind, den E-Sport insgesamt in die Region zu tragen bzw. dafür zu sorgen, dass Sportvereine aus der Region mit dem Thema E-Sport in Berührung kommen können, ohne selber Investments zu machen oder selber zu probieren zu müssen, den E-Sport auf ihrer Seite zu etablieren. Das heißt, unsere Mitglieder oder wir stehen dafür, dass wir auch Know-how für den E-Sport in die Region tragen wollen, Menschen tragen wollen, die heute noch nichts mit E-Sport zu tun haben oder die sehr wohl mit E-Sport zu tun haben, aber das Ganze noch nicht im Verein ausleben können. Weil insgesamt sind wir ein Breitensportverein, das heißt, wir sind kein Profiverein, wir suchen Leute, die gerne Lust, die Spaß daran haben, E-Sport zu spielen. Ihr müsst aber nicht in irgendwelchen Ligen präsent sein oder besonders gut qualifiziert sein in irgendwelchen Events. Uns geht es darum, gemeinsam zu trainieren, das heißt, wir betrachten den E-Sport eben auch der Sicht, dass wir nicht nur sagen, E-Sport ist Gaming, sondern für uns ist E-Sport auch das Thema soziale und technische Kompetenz. Das heißt, im Bereich soziale Kompetenz ist es so, dass wir versuchen, die Leute zu animieren, hier vor Ort, nach Corona wird das sicher besser funktionieren, zusammenzubringen und gecoacht, also mit jemandem, der sich darum kümmert, dass die Teams gemeinsam spielen und bestimmte Dinge eben oder ihre Schwächen eben speziell trainieren. Das Ganze hier vor Ort machen, sich kennenlernen, auch persönlich kennenlernen und gemeinsam auch Spielanalysen etc. durchführen, um besser zu werden. Wie gesagt, nicht mit dem Ziel, in die höchste Liga zu kommen, sondern mit dem Ziel, den E-Sport gesund und nachhaltig und ganzheitlich zu betrachten und zu betreiben. Genau, es ist so, dass wir eben auch sehr relativ gut ausgestattet sind über verschiedenste Kooperationen. Wie schon gesagt, die Rechnersysteme sind von Dell bzw. Ingram. Genau, und da gehen wir immer weiter nach vorne, versuchen unseren Mitgliedern möglichst alles zu bieten, dass es ihnen ermöglicht, eben den E-Sport zu betreiben. An diesem Punkt gehen wir in den zweiten Raum, wo ihr auch sehen könnt, dass wir eben neben dem einen Raum, wo fünf Leute bereits spielen können, was in den meisten Titeln bereits ein ganzes Team darstellt, haben wir eben auch einen zweiten Raum, was es uns auch ermöglicht, dass eben zwei Teams gegeneinander trainieren können, beziehungsweise miteinander trainieren können. Hier ist es so, dass eben auch die Systeme ausreichen, alle aktuellen E-Sport-Titel abzuspielen. Im Moment spielen wir relativ aktiv League of Legends, Counter-Strike, Hearthstone, Teamfight Tactics, FIFA, sowohl den Foot-Bereich als auch den Pro-Clubs-Bereich. Beim Pro-Clubs-Bereich erwähne ich immer ganz gerne, da sind wir bis auf die physische Bewegung relativ nah am echten Sport. Deswegen haben wir auch einen Besprechungsraum, wo eben Spieler und Teams sich besprechen können, Taktikbesprechungen machen können, Spielzüge im Nachgang betrachten können und dafür sorgen können, dass sie beim nächsten Mal eben besser sind oder besser miteinander harmonieren. An der Stelle gebe ich nochmal ab an Lukas, der euch unseren Streaming-Raum vorstellen wird. Ja, herzlich willkommen in unserem Streaming-Studio. Das ist ein Raum, den wir uns mit dem SC Paderborn 07 E-Sports teilen. Hier haben wir eben die Möglichkeit, mit professionellem Equipment Livestreams zu machen. Wir haben hier verschiedene Sitzplätze und Sitzmöglichkeiten, Bildschirme, Mikrofone, Softboxen, eben um Casting zu ermöglichen, eben nicht nur für unsere Spiele, sondern auch eben für die Spiele des SC Paderborn 07 E-Sports, für deren virtuelle Bundesliga. Wie ihr seht, ist dieser Raum etwas anders als die Trainingsräume, was auch so ein bisschen bedeutet, dass es bei uns im Verein eben nicht nur ums reine Spielen geht, es geht nicht nur ums Zocken, es geht nicht nur um die Performance eben in den Teams, sondern es passiert auch ganz viel außenrum. Wir haben ganz viele verschiedene Abteilungen im Verein, die sich um ganz viele verschiedene Facetten unserer Arbeit eben kümmern. Das wäre eben unter anderem Streaming-Abteilung, für die ich auch eben zuständig bin. Eine nächste Abteilung wäre beispielsweise das Social Media Team, die eben unsere Social Media Kanäle bespielen. Die arbeiten Hand in Hand mit dem Medienproduktionsteam, was eben verschiedene Content-Inhalte, Videos, Clips, Fotos, Templates, solche Sachen erstellt. Dann haben wir ein Technik-Team, was nicht nur den Vorstand und die Orga an sich, sondern eben auch die Teams an sich begleitet, eben um die ganzen technischen Sachen einzurichten. Also das heißt, die ganzen Rechner zu warten, eben unser Netzwerk zu verwalten, eben unsere Server zu verwalten, hier beim Streaming-Equipment ein bisschen auszuhelfen, wenn wir da irgendwie Fragen haben. Genau. Ansonsten gibt es noch viele weitere kleinere Teams, auf die ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu den Teams habt, zur Vereinsarbeit, wie ihr euch engagieren könnt, könnt ihr auf jeden Fall immer gerne auf mich oder auf die anderen Vorstandsmitglieder zukommen. Es gibt auch, wie gesagt, auf unserer Homepage genug Informationen zu eben den verschiedenen Bereichen. Und wir haben noch ein paar Räume, die wir euch zeigen möchten. Der nächste wäre die Küche. Da wartet Jürgen schon auf euch. Ich würde sagen, gehen wir mal als nächstes da.
Ja, jetzt begrüße ich euch in unserer Küche. Was ich vorhin sagte, E-Sport ist eben für uns mehr als Gaming. Das heißt, wir bewegen uns hier in dem Bereich des Themas Gesundheit. Das heißt immer, ich möchte dazu sagen, dass wir niemanden zwingen, sich gesund zu ernähren im E-Sport. Aber wir haben zumindest mit der großen Küche und einer großen Community-Fläche auch die Möglichkeit, gemeinsam zu kochen und gemeinsam zu essen, was eben auch zum Thema Training, professionellem Training, einfach für uns dazugehört. Deswegen sind wir sehr froh, dass wir hier in unserem Vereinsheim und dem Umfeld eben die Möglichkeit haben, das auch in einer großen Küche zu ermöglichen. Damit gehen wir weiter in den nächsten Raum, in den Bereich Fitness. Ja, dann sind wir schon im letzten Raum unseres Vereinsheims bzw. E-Sport-Leistungszentrums Paderborn in unserem Fitnessbereich. Das rundet insgesamt den E-Sport, so wie wir ihn betrachten, einmal nochmal ab. Ich passe nochmal zusammen. Wir haben das Thema Gaming, wir haben das Thema Ernährung, wir haben das Thema soziale und technische Kompetenz. Und in diesem Raum hier bzw. in unserem Fitnessbereich decken wir das Thema Fitness ab. Das bedeutet insgesamt, dass wir versuchen, das Thema körperliche Bewegung, körperliche mentale Fitness eben hier in diesem Raum mit den Teams nach vorne zu bringen, dass die Teams drüben das Thema E-Sport bzw. Gaming stattfinden lassen, dort sich verbessern und dann hier rüber bekommen in den Trainingsbereich und eben auch ihre mentale und körperliche Fitness nach vorne bringen, weil der E-Sport eben sehr anstrengend sein kann. Gerade wenn Turniere zum Beispiel über einen ganzen Tag oder sogar zwei Tage gehen, muss man einfach diese Fitness mitbringen, damit man da seine Leistungsfähigkeit oben halten kann. Wir freuen uns deswegen sehr, dass wir hier das Ganze mit der Techniker Krankenkasse und Aktivita zusammen und auch den Mietern im Gebäude insgesamt nach vorne bringen können. Auf Collins über die linke Seite, da ist Michel frei. Was macht Michel? Übersteiger, Kai Brügger geht durch, da kommt die Flanke, Kopfball, Tor, Tor, Tor für den SC Paderborn 07! Hallo und herzlich willkommen im E-Sports Leistungszentrum Paderborn. Mein Name ist Luis Feldhaus, Projektleiter E-Sports beim SC Paderborn 07. Als Teil des Leistungszentrums möchte ich euch heute gerne einen kleinen Einblick in unsere Räumlichkeiten geben. Hier sind wir in unserem Besprechungs- und Taktikraum. Der Raum wird vor allem für Analysen genutzt. Hier seht ihr auch unser Smartboard, eine Art digitale Taktiktafel, mit der unsere E-Sportler zusammen mit dem Trainer ihre eigenen Spiele analysieren, den kommenden Gegner scouten oder auch diverse Taktiken besprechen. Wir nutzen den Raum natürlich auch für allgemeine Besprechungen, sei es Gespräche mit potenziellen neuen Spielern oder Sponsoren. Das ist aber natürlich nicht alles, was wir zu bieten haben. Jetzt würde ich euch gerne mitnehmen in unser Herzstück, in unseren Gaming-Raum. Also kommt gerne mal mit rein. Hier sind wir jetzt in unserem Gaming-Raum angekommen. Hier trainieren unsere E-Sportler zusammen mit dem Trainer, studieren gewisse Spielzüge ein und hier finden auch alle offiziellen Meisterschaftsspiele statt. Wir haben hier 4 Spielstationen, sodass bei unserem aktuellen Kader von 4 E-Sportlern alle Spieler gleichzeitig spielen können. Um auch die sportliche Heimat der Profis, das Stadion, abbilden zu können, haben wir uns was Besonderes einfallen lassen und haben die Wilfried-Finke-Südtribüne an die Wand folieren lassen. Jetzt kommt mal mit, ich nehme euch mal zu unserem Hauptspielplatz mit. Hier messen sich unsere Jungs jeden Dienstag in der virtuellen Bundesliga gegen die Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga und bestreiten dort das 1 gegen 1 und 2 gegen 2. Wir als SC Paderborn 07 verstehen E-Sports als Ansatz, dass es für uns mehr ist als nur Zocken. Deswegen liegt uns sehr viel daran, dass sich unsere Jungs auch sportlich betätigen. Umso mehr freut es uns, dass wir hier bei unserem Hauptsponsor Unilab das hausinterne Fitnessstudio mitbenutzen können. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt einen kleinen Einblick in unsere sportliche Heimat geben. Wenn ihr noch mehr Informationen über uns benötigt, dann schaut gerne auf unsere Homepage scpaderborn07.de vorbei oder abonniert unseren Instagram- und Twitch-Kanal. Also bleibt am Ball! Herzlich willkommen zurück in der nächsten Interviewrunde. Wir werden jetzt darüber sprechen, wie das Thema E-Sport im Verein bzw. das Thema E-Sport professionell und organisiert stattfindet. Dafür habe ich diesmal dabei Lennart Bröker, Bereichsleiter für das Thema Teammanagement bei Paderborn E-Sports, Niklas Ruskamp, zuständig bei uns für den FIFA Pro Clubs Bereich und Louis Feldhaus, den ich nicht erneut vorstellen muss, den kennt ihr ja bereits schon. Fangen wir mit dir an, Lennart. Hi Jürgen. Du bist jetzt zertifizierter Trainer seit neuestem. Was bedeutet das? Genau, also ich habe zusammen mit Daniel vom SC Paderborn eben
die Trainerausbildung gemacht vom ESPD, also vom E-Sport in Deutschland, wo wir eben einfach ja, ähnlich dem klassischen Sport quasi eine Ausbildung gemacht haben, was muss ein Trainer beinhalten, ganz viele Themen behandelt haben, die wichtig sind, ja, die man eben kennen muss. Nicht nur Trainingsplanung, Trainingsentwicklung, sondern auch eben Sachen wie physische Ressourcen, die also mentales Training ist ganz wichtig, aber auch wie man mit Kindern umgeht, wie man Jugendlichen umgeht, auch wie man Erwachsene trainiert. Und haben uns da eben fortgebildet und sind jetzt eben ja, zertifizierter E-Sport-Trainer mit einer C-Lizenz. Sehr stark. Genau. Louis, wie ist das bei euch? Also wenn ihr Training macht, wo findet das statt? Wie findet das statt? Wann findet das statt? Also erstmal möchte ich unseren Trainer Daniel Elit entschuldigen. Der hat sich in Selbstquarantäne begeben. Ist, denke ich mal, in der aktuellen Lage das Beste. Deswegen sitze ich jetzt nochmal hier. Ich hoffe, ich kann das gut wiedergeben, was Daniel mir im Vorfeld erzählt hat. Genau, wir trainieren 2 bis 3 Mal die Woche. Meistens am Montag, den Tag vor den Spielen in der virtuellen Bundesliga, wo die Jungs selbst gegeneinander spielen oder sich Trainingspartner von den anderen Vereinen suchen. Dann ist Dienstag der Spieltag in der virtuellen Bundesliga, wo wir, wie ich vorhin schon angeklungen habe, gegen die anderen Clubs der Bundesliga und zweiten Bundesliga spielen. Und dann ist meistens noch gegen Ende der Woche, wo sich der Trainer dann mit den Jungs zusammensetzt und das eigene Gameplay, also die eigenen Leistungen am Controller und auch den kommenden Gegner analysiert. Das ist so erstmal grob gesagt, was wir so machen. Sehr stark. Niklas, Pro Clubs habe ich eben gesagt, bist du Bereichsleiter für oder beziehungsweise der Hauptcoach, oder nicht Coach, sag ich schon Co-Trainer, der Head Coach des Pro Clubs Teams. Was ist überhaupt Pro Clubs? Ja, moin Jürgen erstmal. Pro Clubs ist im Prinzip ein Modus in FIFA, wo eigentlich nur der Schiedsrichter auf dem Feld dann virtuell ist. Heißt also, jede Mannschaft, also es treten natürlich 2 Mannschaften gegeneinander an, aber jeder steuert im Prinzip einen eigenen Spieler, den man selber designen kann, wo du deine eigenen Schuhe und Attribute letztendlich auswählen kannst und wenn natürlich dann jeder auf dem Platz seine eigene Aufgabe, wie im Prinzip auf dem echten Fußballfeld, zu erfüllen hat. Sehr cool. Wie sieht das bei euch mit dem Thema Training aus? Also wir haben jetzt eben schon gehört, wie es im Profibereich ist, wie es im Verein, sage ich mal, ist, wenn man kleinere Teams hat. Wie ist das bei euch, wenn ihr 11 Leute koordinieren müsst, die zusammen trainieren? Genau, also es läuft im Prinzip so, dass so immer gegen mittags ungefähr die Aufstellung gepostet wird natürlich, welche 11 Spieler dann eben für den heutigen Abend dann auf dem Feld stehen, wer auf welcher Position spielt und wir dann im Prinzip für 2 Stunden uns abends treffen. Wir trainieren aktuell, beziehungsweise haben auch Ligaspiele dann aktiv am Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag und haben heute beispielsweise auch noch ein Turnier vor uns. Also wir sind eigentlich oft am Wochenende auch unterwegs in der Community, spielen eben irgendwo mit und versuchen da den Pokal natürlich zu holen. Louis, wenn wir über Training sprechen, was bedeutet das? Was sind die Inhalte von Training? Also Training ist natürlich nicht nur Zocken. Ich habe das vorhin ja auch schon mal angeklungen, dass für uns auch noch Ernährung und Fitness dazugehört. Jetzt ist es ja so im E-Sport, dass oft nur Kleinigkeiten über Sieg und Niederlagen entscheiden. Und wenn du halt in die Wettkämpfe gehst wie die VBL, dann musst du halt körperlich und mental fit sein, weil halt oft nur Kleinigkeiten entscheiden, wie gesagt. Und deswegen zocken wir halt nicht nur. Also das ist nicht so, dass wir 4-5 Stunden oder so am Stück nur zocken, sondern Daniel als Trainer geht mit den Jungs hier auch ins Fitnessstudio, was ihr ja gerade schon gesehen habt in den Videos, oder macht viel im koordinativen Bereich mit den Jungs, mit Tennisbällen, das weiß ich, das hat er mir erzählt. Genau, und dann mixt sich das halt alles. Die Jungs gehen auch mal raus an der frischen Luft, um den Kopf frei zu kriegen, spazieren. Das ist so, was ich dazu sagen kann. Mhm. Ja, du hast vorhin schon im Video erwähnt, dass ihr einen Kader von 4 Spielern habt. Niklas, wie ist es bei euch? Also wenn ihr 11 Leute auf dem Platz braucht, dann reicht es ja nicht, 11 Leute im Kader zu haben. Wie viele Leute stecken dahinter, hinter so einem Pro-Clubs-Team? Also unser Team ist momentan enorm gewachsen jetzt auch in letzter Zeit. Wir haben jetzt aktuell 38 Spieler insgesamt im Kader, aufgeteilt in 2 Mannschaften. Heißt also, wir trainieren auch oft unter der Woche parallel eben mit 2 Teams und stechern uns dann so ein bisschen auch gegenseitig hoch, wer besser ist natürlich. Ja. Lennart, du bist bei uns für das Thema Teammanagement zuständig im Verein. Was bedeutet das? Wie aufwendig ist das? Was muss man da machen? Es ist sehr zeitaufwendig. Es ist halt so, dass wir für jedes Spiel auch eigene Bereichsleiter haben, die sich eben um die Spiele wie League of Legends und Counter-Strike kümmern. Und ich bin eben so ein bisschen der Koordinator von dem Ganzen und versuche auch so ein bisschen die Bereiche miteinander zu verbinden. Also die Teams mit Social Media, mit der Verwaltung und alles, was da eben anfällt, so ein bisschen in die Hand zu nehmen und weiterzuleiten dann eben. Und wir haben insgesamt knapp über 80 E-Sportler, glaube ich, im Verein jetzt mittlerweile. Ja. Und da kommt dann einiges an Arbeit an, was man eben koordinieren muss eben. Mhm. Niklas, spielt ihr professionell in Anführungszeichen? Und ich weiß, dass ihr nicht nur unter Paderborn E-Sports spielt. Ja genau, also professionell, wir versuchen es natürlich so sehr wie möglich. Spielen jetzt aktuell für uns die beiden wichtigsten Ligen sind eigentlich die sogenannte NGL Premiership und die Pro League Championship, wo wir unter anderem jetzt eben auch durch die Kooperation mit euch seit Beginn FIFA 22 auch als SC Paderborn
E-Sports letztendlich auch antreten dürfen. Spielen dort unter anderem unter der Woche dann letztendlich gegen St. Pauli, gegen Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen, alles das, was man eigentlich so aus dem realen Fußball auch kennt. Und das macht natürlich dann nochmal ein bisschen die Motivation aus. Es gibt aber auch einige Ligen, die wir eben als PBE auch spielen. Sind unzählige Wettbewerbe, die wir da machen und versuchen dann natürlich bestmöglich überall eben abzuschneiden. Also man sieht schon, wie stark so eine Kooperation, also man lebt ja dann praktisch voneinander. Die Mannschaft hat die Möglichkeit, in manchen Ligen sogar nur teilzunehmen, weil wir unter eurem Namen spielen dürfen, unter dem SC Paderborn 07. Und das hilft einfach dem ganzen Thema ganz enorm weiter. Genau, ich übergebe nochmal dich an Lennart. Du hast ein Praktikum gemacht, beziehungsweise bist immer noch tätig bei der Sportjugend NRW, die auch hier am Standort vertreten sind, beziehungsweise vertreten sein werden, weil wir Konsolenstandort sind. Was bedeutet das? Was hat die Sportjugend hier vor? Also so, das Sportjugend kümmert sich ja in erster Linie um alle Sportvereine in NRW und versucht so die Themen aufzugreifen, die eben alle jungen Menschen eben interessiert. Und die haben eben auch gemerkt, okay, E-Sport ist am Wachsen und E-Sport interessiert eben alle jungen Menschen. Und wir haben in den Vereinen, in den Sportvereinen eben sehr viele junge Menschen aktiv. So. Genau, und dann ist eben dieses Projekt entstanden, wo wir gesagt haben, okay, wir möchten Sportvereine in NRW fördern, eben E-Sport-Angebote aufzubauen. Und wir sind eben über den SCP dann als Standort quasi ausgewählt werden für eben die PlayStation 5. Genau, und es geht einfach darum, dass wir in NRW oder auch dann irgendwann natürlich in ganz Deutschland Sportvereine fördern oder dabei helfen, eben die E-Sport-Angebote aufzubauen. Weil das Problem ist im Moment natürlich, dass E-Sport wird ganz häufig zu Hause und nicht begleitet eben durchgeführt. Und in den Vereinen haben wir einfach die Struktur, um E-Sport einfach angeleitet mit Trainern durchzuführen. Wir können die Menschen zusammenbringen, wir können die Kinder und Jugendliche eben zusammenbringen, dass die vor Ort eben einfach pädagogisch angeleitetes Training haben. Und da bietet der Sportverein an sich, aber auch natürlich der E-Sport-Verein eben ein gutes Klima und auch gute Strukturen, um das vernünftig durchzuführen. Da würde ich mich an dieser Stelle von euch dreien verabschieden bzw. mich bedanken für eure Beiträge. Ich freue mich darauf, auf die weitere Zusammenarbeit und dass ihr natürlich in all euren Bereichen jeweils erfolgreich seid, dass unsere Kooperation noch viel größer und stärker wird, wir hier ein tolles Beispiel abgeben können für andere, nicht um andere abzuschrecken, sondern eben um Ansprechpartner zu sein und andere zu ermutigen, den gleichen Weg zu gehen und die gleichen Schritte zu gehen, die wir ja auch gehen. Wir werden jetzt weitermachen mit dem Thema Teams. Wir werden euch kleine Einblicke geben, wie die Teams hier aufgebaut sind, was wir machen, auch was der PBE mehr ist als E-Sport. Weil wir machen eben nicht nur E-Sport, sondern E-Sport insgesamt bedeutet eben auch Social Media und andere Dinge drumherum. Ich denke, da kann Louis vom SCP genauso viel zu sagen. Es ist eben nicht nur einfach Daddeln, es ist nicht nur Spielen, es ist nicht nur FIFA, sondern steckt viel mehr dahinter. Ich gebe wieder ab an die Regie mit der nächsten Mats. Viel Spaß weiterhin. Hallo,
Mein Name ist Sascha Gutmann und ich bin Berater für betriebliche Gesundheitsförderung bei der Techniker Krankenkasse. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was macht eine gesetzliche Krankenkasse mit dem Thema E-Sport? Wir sind als TK oder als die Techniker nicht nur Gesundheitspartner der ESL, also der E-Sport Liga in Deutschland, sondern wir möchten auch kleinen Vereinen wie euch die Möglichkeit geben, Gesundheit mehr in euer Training mit zu integrieren. Vielleicht ein paar Zahlen. Warum ist E-Sport überhaupt ein Thema? Die Hälfte der Deutschen spielt, daddelt, zockt tagtäglich. Das aber auf einem kleinen Endgerät, im Bus, in der Bahn, irgendwo zwischendurch. Die wenigsten spielen wirklich professionell. Aber ich glaube, ihr wisst auch, dieses typische Zocken und das Bild, was man so hat vom zockenden Nerd, der sich schlecht ernährt, den ganzen Tag nur sitzt und vorm Rechner ist, das ist Zocken in der Freizeit. Das hat mit E-Sport selber relativ wenig zu tun. Wer erfolgreich sein möchte im E-Sport, der muss auch Themen seiner Gesundheit immer so ein bisschen mittransportieren. Und da gehört Ernährung dazu, da gehört Bewegung dazu und da gehört das Thema Entspannung dazu. Und wir möchten euch auf diesem Weg begleiten, auf diesem Weg zu mehr Vitalität und zu mehr Erfolg im Bereich des E-Sports. Und deshalb sind wir froh und glücklich, euch hier von Anfang an, also als Kick-Off sozusagen, mit begleiten zu dürfen. Seid also gespannt auf alle weiteren Aktionen. Wir haben ja hier auch schon in eurem neuen Trainingszentrum die ganzen Einweisungen mit Aktivita gemeinsam gestaltet und freuen uns auf viele, viele weitere Events. Stellen euch gerne auch noch weitere Informationen auf unserer Website zur Verfügung. Euer Ansprechpartner ist da wie immer der Jürgen. Und ich hoffe, dass wir uns in naher Zukunft auch mal persönlich über den Weg laufen bei einem der nächsten Aktionen, die gemeinsam bei euch laufen. Ich wünsche euch heute noch ganz, ganz viel Spaß, freue mich auf unsere Zusammenarbeit und ja, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Bleibt gesund. Bis bald. Ja, hallo, ich bin Maike, ich bin 26 Jahre alt. Ich habe hier in Paderborn Medienwissenschaften studiert und promoviere jetzt. Und beim PBE bin ich Bereichsleiterin für den Bereich Medienproduktion. Der ist so ein bisschen aus dem Bereich Social Media hervorgegangen. Und wir sind halt dafür zuständig, Content für den Verein zu kreieren. Das heißt, wir machen zum Beispiel Videoprojekte. Wir haben letztens zum Beispiel ein größeres Videoprojekt umgesetzt, wo wir das Vereinsheim vorgestellt haben. Wir machen auch Grafikdesign-Sachen, alles, was man halt so braucht, um Social-Media-Kanäle zu bespielen. Okay, Sven, jetzt musst du aber wirklich mal ins Vereinsheim vorbeischauen. Schau, Discord ist schön und gut, aber mal wirklich vor Ort zu sein, ist ein komplett anderes Feeling. Ja, das Ding ist, wenn die neben Uni, Freunde, Familie irgendwo noch Zeit zu finden und das nur vor Ort zu talken, ich weiß nicht. Schau, wir haben zwei richtig nice Trainingsräume mit guter Ausstattung plus noch ein eigenes Studio zum Streamen. Warte mal eine Sekunde, ich habe hier was vorbereitet. Schau mal her. Und damit gewinnt Paderborn E-Sport das Game. Hervorragende Leistung hier. GG! Okay, Benji, das ist wirklich cool, was ihr habt. Also Streamingraum, Spielräume, aber für E-Sport braucht man heutzutage mehr und es braucht auch mehr für mich, um da vor Ort mal hinzukommen. Du hast recht, absolut. E-Sport ist mehr und wir haben auch mehr und das würde ich dir auch gerne zeigen. Komm mal mit. Hey.
gib ihm! Na, läuft? Sicher. Sehr gut. Und Sven, was meinst du? Also wir haben zwei Trainingsräume, einen Besprechungsraum, einen Streamingraum, eine Küche und einen Fitnessraum. Das ist schon ordentlich. Ja, ne, ist insane. Und das alles bieten wir beim Paderborn eSports, musst du dir mal vorstellen. Ja, okay, da hat eSport in Paderborn wirklich eine Heimat gefunden. Willkommen zurück in der letzten Interviewrunde. Ich habe bei mir Martin Hornberger, Geschäftsführer des SCP-07. Wir spielen uns ein bisschen die Bälle zu, Martin, und sprechen darüber, wie wir eine Kooperation aufgebaut haben und warum. Warum? Ja, ich glaube, wir kennen uns ja schon einige Zeit und die Stadtmeisterschaft hat uns ja nah zusammengebracht. Wir haben eine wirklich gute gemeinsame Veranstaltung, eine Veranstaltungsserie durchgeführt. Und ich glaube, es macht Sinn, dass die großen Player ihr vielleicht mehr im breiteren Bereich, wir dann in der VBL und unter der Schirmherrschaft der Deutschen Fußballliga bearbeiten wir das Thema E-Sport, dass wir uns zusammentun und gemeinschaftlich diese Ziele angehen auf Augenhöhe und die Möglichkeiten nutzen, die Paderborn eben bietet. Ich glaube, Paderborn hat die Möglichkeit, das Thema E-Sport auch aus so einer Diskussionszone herauszuholen. Es ist ja angesprochen worden, dass neben der Persönlichkeitsentwicklung der Spieler auch das Thema Ernährung, Sport eine Rolle spielt. Dort können wir sehr eng mit der Universität zusammenarbeiten. Wir haben gute Firmen hier in Paderborn, die das Thema auch unterstützen. Hier wird zum Beispiel im Technologiepark unsere gemeinsamen Partner, aber auch die Partner, die wir jeder selbst miteinander haben. Und ja, da sollten wir es tun. Ich stelle mir auch vor, dass wir mit der Universität Projekte durchführen, dass wir mit der Sportmedizin Projekte durchführen, um eben genau dieses Thema E-Sport noch ja, gesellschaftsfähiger zu machen und vielleicht auch aus dieser Diskussionszone herauszuholen. Genau so betrachten wir das auch als Verein, dass wir eben versuchen, also mit der Kooperation bei euch, das ist ein Beispiel, wie man eben gut miteinander arbeiten kann. Wir haben uns den größten Player vor Ort, sage ich mal, rausgesucht und wir haben es geschafft, ein Verhältnis aufzubauen, wo wir uns gegenseitig vertrauen können, wo wir gegenseitig solche Projekte unterstützen können. Ihr mit eurer Reichweite, wir mit unserem Know-how haben dann eine sehr gute Kombination gefunden. Genau das Gleiche machen wir eigentlich auch oder versuchen das auch mit anderen Sportvereinen aufzubauen. Das ist ja bei euch nichts anderes. Wir haben hier das Thema der Sportjugend eben angesprochen, auch ein Projekt, was wir zusammen, aber mit den Dolphins auch gemeinsam gemacht haben, beziehungsweise als Projekt eingereicht haben und hier ganz offen, mit ganz offenen Türen eben auch anderen die Möglichkeiten bieten wollen, den E-Sport für sich zu erfahren und da erste Schritte zu machen, ohne selber reingehen zu müssen. Genau. Ja, es ist so, dass wir natürlich als Verein nicht beim Thema Sportvereine aufhören wollen, sondern wir wollen auch weitere Kooperationen schließen. Wir wollen in das Thema Jugendarbeit rein. Dafür brauchen wir aber Leute, die das Ganze unterstützen können. Wir speisen unsere Mitglieder größtenteils aus dem Bereich Studenten, junge Menschen. Da sind sicherlich auch Leute dabei, die sozial engagiert sind, aber wir sind eigentlich, ja, wir wollen eigentlich noch viel mehr dabei haben. Deswegen gehen wir auch ganz offen auf Schulen zu, sind da in Gesprächen. Wie gesagt, Jugendamt hatte ich angesprochen. Wir haben eine ganz enge Kooperation mit der Caritas bzw. der Antidiskriminierungsstelle hier in Paderborn. Ich glaube, da geht einfach noch viel mehr. Ja, und dass wir uns verstehen, sieht man ja daran, dass wir hier im Trainings- und Wettkampfzentrum ja praktisch wie in eine WG zusammengezogen sind und das klappt auch sehr gut. Aber genauso wie ihr gewisse Gruppierungen ansprechen wollt, wollen wir unsere internen Projekte auch verknüpfen mit dem Thema E-Sport. Wir haben den Kids Club, wo viele junge Menschen an den Fußballsport herangebracht werden sollen. Wir haben das neue Projekt Lernort Stadion, wo wir mit Schulen zusammenarbeiten und dort auch eine politische Bildung, politische Erziehung mit unterstützen wollen. Wir haben das Projekt Bundesliga bewegt, also
ein Bewegungsprojekt, was sicherlich jedem, aber auch insbesondere dem E-Sportler, der E-Sportlerin gut tut. Und natürlich auch unser Nachwuchsleistungszentrum, wo 200 junge Menschen aktiv sind. Auch die wollen wir natürlich mit dem E-Sport, und die werden alle zu Hause daddeln, genauso wie unsere Profis natürlich auch. Aber da wollen wir dieses Thema E-Sport auch mit einbinden, insbesondere weil die Deutsche Fußballliga das Thema E-Sport, das Thema FIFA als neue Marke platzieren will. Man hat dort wirtschaftliche Möglichkeiten entdeckt, und wir haben auf der letzten Mitgliederversammlung im Dezember beschlossen, dass jetzt ein Satzungsentwurf erarbeitet wird. Das heißt, E-Sport wird mit in die Satzung der Deutschen Fußballliga kommen, und dann werden nicht nur 26 Mannschaften an der VBL teilnehmen, sondern es wird dann verpflichtend sein, dass alle 36 mit teilnehmen. Und deswegen wird dieses ganze Thema E-Sport bei uns FIFA, bei euch auch andere Bestandteile von E-Sport dann auch eine wichtige Rolle spielen. Genau, das ist auch so bei uns, dass es eben immer größer wird, es werden immer mehr Leute. Weil ich immer sage, dass wir eigentlich niemanden begeistern müssen, E-Sport zu spielen, sondern wir müssen die Leute, die E-Sport betreiben, eigentlich nur noch abholen. Ja, wir sind jetzt mit circa 130 Mitgliedern, also 135 sind wir, glaube ich, Stand heute, sind wir stark vertreten. Wir haben eben schon gehört, im Pro-Cups-Bereich allein schon über 30. Wir haben zusammen mit der studentischen Initiative, beziehungsweise mittlerweile Hochschulgruppe, neuen League of Legends-Teams, sind da ganz stark unterwegs. An der Stelle sei dazu gesagt, wie wird man eigentlich Mitglied bei uns im Verein? Wie schafft man es hier, das Vereinsheim nutzen zu dürfen, unseren Discord und alles andere, was wir eben zur Verfügung stellen? Es ist so, dass wir einen kleinen Mitgliedsbeitrag nehmen. Das machen wir aber nicht, weil wir uns darüber finanzieren. Also ihr seht das Leistungszentrum hier, das werden wir nicht über unsere Mitgliedsbeiträge finanzieren, selbst wenn wir uns auf einen Schlag verzehnfachen sollten. Sondern da stecken eben starke Partner dahinter, wie in dem Video auch bereits erwähnt, wie ihr hinter mir sehen könnt. Ich denke, beim SCP ist es genauso. Also die Reichweite oder das, was wir an Projekten stemmen können, funktioniert nur über starke Partnerschaften mit Unternehmen, die sich da eben engagieren und natürlich auch gewisse Mehrwerte durch Reichweite daraus generieren können. Das heißt, für unsere Mitglieder, die hier bei uns sind, für Studenten und Auszubildende haben wir einen kleinen Mitgliedsbeitrag von 5 Euro, für Vollverdiener sind es 8 Euro. Wir haben aber auch in die Satzung eingebaut, dass wenn jemand sozial schwach ist bzw. sich diese Beiträge nicht leisten kann, wir diese bis runter auf 0 Euro senken können. Das Gleiche machen wir bei Personen, die sich hier als Trainer engagieren, also weit mehr einbringen als andere, eben andere coachen, dafür sorgen, dass andere den E-Sport ganzheitlich und gesund betreiben. Die haben bei uns die Möglichkeit, kostenlose Mitgliedschaften zu beantragen. Und ich denke, damit haben wir ein sehr, sehr rundes Feld, wo wir den Breitensport bzw. die Breite der Gesellschaft mit erreichen können und ein tolles Angebot geschaffen haben. An der Stelle greife ich vielleicht ein, zwei Fragen aus dem Chat auf, die wir bekommen haben. Wir haben ja versprochen am Anfang, dass wir auf diese Fragen eingehen werden. Die eine habe ich gerade schon beantwortet, nämlich wie wir uns hier finanzieren, nämlich über unsere Partner und im Kleinstteil über unsere Mitgliedsbeiträge, die aber eigentlich nicht nennenswert sind im Vergleich zu dem Gesamtbetrag. Außerdem ist es so, das Thema Spiele. Wir haben ja eine ganze Menge Spiele angesprochen, die im Verein schon vorhanden sind. Es ist aber natürlich so, dass wir nicht als Verein vordefinieren, welche Spiele wir spielen. Wir sind ein E-Sport-Verein, das heißt nicht wie beim SCP 07, dass wir uns auf ein Spiel oder auf Sporttitel begrenzen, sondern wir sind breit aufgestellt im Bereich E-Sport und wollen eigentlich jedes Spiel, was jemand hier in Paderborn bei uns im Verein spielen möchte, auch in den Bereich des E-Sports bringen. Heißt aber auch, dass wir nur Spiele spielen, die einen Wettkampfcharakter haben, zumindest auf Basis des Vereins. Was jeder privat spielt, werden wir und können wir nicht beeinflussen, aber auf Basis des Vereins halten wir uns an die USK-Richtlinien. Das heißt, jeder spielt Spiele, die seinem Alter entsprechend eingestuft sind. Und alles, was einen Wettkampfcharakter hat, kann bei uns hier im Verein an seinen Platz finden und sein Team aufbauen. Wir brauchen natürlich immer Menschen, die das Ganze am Ende organisieren. Ihr habt Niklas eben schon kennengelernt. Nur wenn wir solche Menschen im Verein haben, die sich darum kümmern, das Organisatorische zu übernehmen, dann haben wir die Chance, auch die Teams darunter zu betreiben bzw. sinnvoll nach vorne zu bringen. Für uns ist natürlich auch wichtig, tu Gutes und sprich darüber. Du hast es eben erwähnt, was ihr alles tut. Ich hatte gesagt, was wir tun. Wir wollen natürlich auch unsere Reichweiten, die wir über unseren verschiedenen SCP-Kanälen ausspielen können, dafür nutzen, um auch das Thema E-Sport noch bekannter zu machen. Wie ich eben auch schon mal gesagt habe, gesellschaftsfähiger zu machen hier in Paderborn, dass man darüber spricht, dass man darüber auch positiv spricht, dass man auch erkennt, dass es nicht nur E-Sport ist, sondern dass ganz andere wichtige Aufgaben auch bei den Vereinen verwurzelt sind und wir die umsetzen wollen. Und ja, da sind wir sehr motiviert dabei. Wir haben eben Luis gesehen, ein sehr motivierter Mitarbeiter, aber auch Daniel, der heute leider nicht dabei sein kann, aber unsere Spieler, aber auch alle bei uns im Verein in der Geschäftsstelle fiebern mit unserem E-Sports-Team, sind natürlich auch so ein bisschen
E-Sport begeistert und diese Begeisterung wollen wir natürlich weiter steigern. Wir haben 8.500 Mitglieder im SC Paderborn. Auch dort gibt es sicherlich viele Gamer und die wollen wir auch alle mitnehmen und sie darüber informieren, was hier in Paderborn im Bereich E-Sport passiert. Ich glaube, da kommen wir auf einen ganz guten Punkt. Also meine Vision, meine Ziele für dieses Jahr ist, dass wir wir müssen nicht mehr viel am Grundbau machen. Wir haben ganz, ganz viel geschaffen. Ich glaube, das ist bei euch genau das Gleiche. Aber wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen davon erfahren. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Leute den Unterschied verstehen zwischen dem Thema reinem Gaming und dem Thema E-Sport. Also dem organisierten und ganzheitlich gesunden Betreiben eines Themas, was aktuell für viele einfach nur Hobby ist, weil man in eine Ecke gestellt wird, dass man einfach nur daddelt. Da wollen wir die Möglichkeiten schaffen, dass Leute sich einfach besser entwickeln können. Bei uns kann sich am Ende niemand mehr rausreden, dass er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, Sport zu machen oder sich Informationen zu holen, wie man sich hier gesund hinsetzt zum Beispiel. Also die Ergonomie ist genauso wie bei jedem Büroplatz ein Riesenthema, ist bei uns im E-Sport eben auch ein Riesenthema, weil wir viel an Schreibtischen sitzen mit Tastaturen und Mäusen, also so wie das tagtäglich heute ganz viele in den Büros machen. Da sehe ich auch Schnittmengen, wo Leute, die heute das nicht wirklich wahrnehmen, bei uns dann das erste Mal vielleicht Berührung damit bekommen, wie man sich gesund an so einem Schreibtisch den ganzen Tag aufhält. Wobei ich jetzt nicht sage, dass wir uns den ganzen Tag aufhalten sollen am Schreibtisch, sondern deswegen haben wir ja den Fitnessbereich mit aufgenommen, der hier von unserem Vermieter mit angeboten wird, weil wir eben das Thema ganzheitlich betrachten wollen und Thema der Gesundheit, wie vorhin auch schon von Sascha Gutmann mit der Techniker Krankenkasse angesprochen, eben ganz stark mit integrieren wollen in unser tägliches Doing. Ja, und du hattest das jetzt gerade zum Schluss angesprochen. Unsere Partner sind natürlich ganz wichtig. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Und ohne jetzt jeden Einzelnen zu nennen, sie werden ja bei der Übertragung auch immer eingeblendet. Ein recht großes Dankeschön an diese Partner, weil sie haben uns die Basis gelegt, dass wir hier auch dieses Trainings- und Wettkampfzentrum erstellen konnten, dass wir es einrichten konnten, dass wir es auch mit Leben bespielen können. Und ja, vielen, vielen Dank und wir hoffen, dass noch natürlich ganz, ganz viele dazukommen, damit wir noch größer, besser und noch mehr in die Breite strahlen können. Genau, richtig. Weil das ermöglicht uns eben diese Reichweite aufzubauen, dem E-Sport, so wie wir es machen wollen, weiter folgen können. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. An dieser Stelle sei noch kurz erwähnt, der Stream wird weiterhin natürlich verfügbar sein auf unserem Twitch-Kanal. Ich denke auch, dass wir mit dem SC Paderborn 07 da auch die Möglichkeit schaffen werden, dass der dort auch verfügbar sein wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die hier waren, möchte aber nicht das Schlusswort sprechen. Das überlassen wir Lukas Quill, dem zweiten Vorsitzenden von Paderborn eSport, der heute leider nicht hier sein kann, weil er in der aktuellen Zeit viel für die Universität machen wollen. Das wollen wir so akzeptieren, beziehungsweise das ist sehr gut, dass er die Prioritäten hier an der richtigen Stelle setzt. Das kann ich nur jedem anderen auch so empfehlen. Deswegen gebe ich wieder ab an die Regie, sage Tschüss, wünsche euch noch allen einen schönen Tag und viel Spaß beim Outro. An der Stelle auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit uns heute die virtuelle Eröffnung des Vereinsheims mitgemacht habt. Wir würden uns natürlich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr irgendwann mal in Person vorbeischaut, wenn wir uns mal in Person sehen können. Ansonsten könnt ihr euch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr gerne noch irgendwas rund um den Verein wissen möchtet, könnt ihr euch gerne natürlich über unsere Social Media Kanäle bei uns melden. Ihr könnt uns anschreiben und wenn die Umstände das zulassen, ich wiederhole es nochmal, sehr gerne in Person vorbeikommen. Ansonsten noch einmal vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und hoffentlich auch bald. E-Sports und Gaming maßgeblich unsere Jugend formen und von dieser gestaltet werden. Dass sich so Spielerinnen und Spieler auch im echten Leben begegnen können. Weil es Spaß macht, mit Freunden zusammenzuzocken. Ja! Come on. Kein 0 bis in 20, ne? Einfach chillen, bis du gut aus. Einfach alle Boss pushen. Weil E-Sport Menschen bewegt und Digitalisierung erlebbar macht. Schön, Chris, auf geht's. Move.
weil wir die Verbindung zwischen der digitalen Stadt und der Sportstadt Paderborn sind. Mit Herzblut und Leidenschaft.